Finale Armee. Ja, also ich schätze mal, das waren diese hier. Die muss man nochmal pushen. Die sind nämlich Sternen. Und die kann man bestimmt nochmal verschmelzen. Es ist aber auch Glückssache, was man bekommt, ne? Das ist auch nochmal ein Glücksspiel. Großes Spielupdate. Commander, willkommen zum neuesten großen Update von Chess Royale. In diesem Update geht es darum, das Spiel fairer, unterhaltsamer und belohnender zu gestalten. 5 neue Helden inklusive 2 epische Helden, die jetzt in Truhen freigeschaltet werden können. Eine massive Überarbeitung, wie Helden mit neuer maximaler Stufe eine Armee beeinflussen. Jawoll, das sieht doch, klingt doch nett. Holen wir uns mal die Belohnung ab. Guck mal, das sind alles die Belohnungen, die wir gerade bekommen haben. Das heißt, die haben wir bekommen. 20 Juwelen. Den haben wir freigeschaltet. Neues Textelement. Das Ding. Das kannst du so lassen. Achso, Offizier. Da kann man nichts abholen. Liga endet in 7 Tagen. So, was haben wir hier? Abholen. Ah. Das ist, komme jeden Tag wieder. Ah ja, tägliche Belohnung. Das gibt es in mehreren Spielen. Das ist gängig. Blablabla. Bla, bla. Ah, hier kann man das noch ändern. Das heißt, wow, ändere ich mal in erstaunlich. Haben wir ja gerade freigeschaltet. Ach, geht nicht. Müssen wir... Ah. So, okay. Hallo, hallo, immer noch... Hallo, hoch, wow. Erstaunlich. Ah. Das Danke muss man nochmal... Danke. Achso, dann kann ich jetzt das wow rausnehmen und daraus... Ja, immer noch lebendig. Okay. Danke ist drin. Wow ist jetzt raus und erstaunlich ist dabei. Ah, okay, so läuft das. Blablabla. Bla, bla. Erstaunlich immer noch lebendig. Hallo. Huch, danke. Gut gespielt. Hallo. Okay, ich werde mal das Danke durch wow ersetzen. So. Wunderbar. Zurück. So. Wir können jetzt hier huch, bei Helden können wir die Helden ändern. Ich ziehe den mal auf 1. Und genau, so. Dann haben wir die als erstes. Oh, hier ist nochmal eine Belohnung für Kreuzritter. Beende 3 Spiele. Die holen wir gleich mal ab. Fupp, das gab einen Punkt für die Truhe. Hier im Shop gibt es Sonderangebote. Catherines göttliches Angebot für 10 Euro. Kann man also im Shop sich auch nochmal holen. Hier ist eine Silbertruhe, die ist gratis. Die greifen wir mal ab und öffnen die. Ui, Stufenanstieg. Und nochmal eine Währung. Und nochmal eine Währung. Jawohl. Cool, ey. Kann man alle 14 oder alle 13 Stunden ungefähr, kann man diese Truhe öffnen. Und ansonsten kann man sich für Juwelen hier nochmal eine Silbertruhe kaufen. Oder auch diese Truhen hier. Okay, im Grunde, man muss das einfach nur spielen. Helden. Bam. Hier gibt es einen Stufenanstieg. Mit jedem Stufenanstieg steigen halt die Werte hier unten. Ne? Angriff, Magie, Abwehr. Zack. Geht aber erst, wenn unten die Erfahrungsleiste voll ist. So, der Held ist nun Stufe 2. Gut, wir kämpfen. Warte auf andere Spieler. Ja, das sind wie gesagt immer 99 Spieler. Schreibe mal hallo. Mal schauen, wie lange wir diesmal durchhalten. Insgesamt 100, nicht 99. 100. Yeah, 4 Gold haben wir. Direkt eine Verschmelzung. Die machen wir. Dann fangen wir damit Level 2 an. Das ist ziemlich OP. Die kann dann schon mal aufs Schlachtfeld. Genauso wie die anderen beiden. Packen wir mal nach ganz vorne. Beziehungsweise nach da. So. Ich gehe nochmal in den Shop. Baumriese, das ist ein Tank. Nehme ich den Tank mal mit rein. Kann ich den hier mit drin? Nein, kann ich nicht. Mache ich das mal. Ich stelle mir vor den Heiler nach ganz... So, ja, das. Ja, sieht gut aus. Jupp. Mit der Level 2 Figur sind wir relativ gut. Direkt eine Verschmelzung am Anfang gehabt. Das war für uns jetzt ein Vorteil. Dadurch hält die natürlich sehr viel mehr aus.
Hier ist ein Tank. Das blinkt da unten. Aber ich roll mal neu. Dann haben wir Fernkämpfer. Zentaure. Und die Harpies Nahkämpfer. Ich nehme mal den Fernkämpfer mit rein. Und roll noch einmal. Dann haben wir noch einen Baumriesen. Eine Druidin als Fernkämpfer. Noch eine Valkyre. Nehme ich mal die Valkyre. Und ihn dafür raus. Pack den. Ja, nee, ist okay. Ah, knapp. Schade. Sehr knapp. Er hat noch einen gehabt. Gegen Cooper. So, die Valkyrie ist relativ schnell gestorben. Ich roll nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Guck mal hier, Feuerriese. Das ist ein geiler Tank. Und nochmal das Lava-Elementar. Nicht genügend Gold, alles klar. Dann lasse ich das erstmal so stehen, nehme die Valkyrie wieder raus. Und pack nochmal einen zweiten Tank mit rein. Mit dem Helfer und einen Fernkämpfer. Noch einer geht nicht, dann nehme ich ihn wieder raus. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Die Tanks packe ich mal ganz nach vorne. So. Mal schauen, wie die Aufstellung so ist. Ja, sehr gut. Das lief schon besser. Das lief schon besser mit der Aufstellung. Aber ich glaube, ich nehme den Fernkämpfer gleich noch eine Position zurück. Cooper. Lava-Elementar, jetzt können wir den kaufen. Der hat aber eben nicht so gut durchgehalten, als wir das letzte Mal gespielt haben. Ich nehme ihn trotzdem mit rein, weil er ein Tank ist. Okay, das ist ein Helfer, ein Heiler. Ich nehme einen Heiler mit rein. Und ein Tank raus. So. Mal gucken, wie das läuft. Na, der Heiler war relativ schnell kaputt. Ja, der Heiler war schnell kaputt. Den nehme ich wieder raus. Würde ihn sonst dann verschmelzen. Tank, Tank, Helfer, Heiler, Nahkämpfer. Fernkämpfer haben wir hier. Ich nehme mal ihn. Das ist halt ein Tank hier. Ich nehme die Valkyrie wieder raus. Also eine Heilerin war das ja, glaube ich. So, ich mache das mal so, auf gut Glück. Und guck, was passiert. Okay, er spielt mit der Valkyrie. Okay, er spielt mit ihr. Er nimmt sie mit rein. Okay, er hat aber die Harpie gehabt, die sich aufteilt. Die hatten wir am Anfang auch. Aber 59. Immerhin. Ein paar Runden haben wir geholt. Ein paar Runden haben wir geholt. Ich würde sagen, wir kämpfen direkt nochmal. Beziehungsweise hier oben. Hier können wir noch eine Belohnung abholen. Oder? Ja. Eine neue Heldin. Wir kämpfen direkt nochmal.
So. Wir nehmen den Lava-Elementar als Tank. Den packen wir da mal rein. Zusammen mit dem. Zusammen mit beiden Schadensmachern hier. Noch einen können wir nicht. Okay. Ich glaube, wir können jede Runde ein oder zwei mit da drauf packen. Ach so, ah, hier kann man nochmal XP. Einen XP-Boost kaufen für Gold. Also dieses Spielgold, das man hat. Ah, hier unten sieht man auch die maximalen Einheiten. Ja, das ist ein gutes Setup. Das ist ein gutes Setup. Die Dahlia. Runde 2. XP. Wir sind im Shop. Hier ist ein Waldläufer. Ich roll mal. Eine Heilerin. Ich pack noch mal eine Heilerin mit aufs Feld. Pack den DD mit nach vorne und die Heilerin mal hier ganz in die Ecke. Stell das mal so auf. Mit dem XP-Boost. Ja, das sieht gut aus. Das sah echt gut aus. Also die Heilerin hat's rausgehauen. So, jetzt fliegen die ersten raus. Ah, Valkyrie ist ein Nahkämpfer. Ich würde jetzt noch einen coolen Schadensmacher mit aufs Feld packen. Ich nehme mal den Ork. Guck mal, den Ork mit drauf geht nicht. Das wäre einer zu viel. Mach da mal XP-Erhöhung. Mit dem gleichen Setup. Das lief ja stabil. Und die Aufstellung war auch gut. Ah, schade. Die Runde haben wir leider verloren. Wir können jetzt noch einen mit aufs Feld packen. Eine Hydra. Jawohl, die nehmen wir gleich. Was ist das hier eigentlich? Der Zaubershop. Abwehrhaltung. Habe ich. Ich hoffe, das ist schon aktiv. Oh, Niederlage. Schade. Schade. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Zauber einsetzt. Ich habe ihn gekauft. Ich glaube zweimal. So, ich gucke nochmal hier. Das ist die Abwehrhaltung. Ist sie jetzt aktiv? Jetzt ist sie aktiv.
Zauber eingesetzt. So, ich kaufe das nochmal. Ist jetzt voll. So, gleiches Setup, andere Aufstellung. Okay, Heiler ist sofort weg. Der Heiler war sofort weg. Er hat auch schon Stufe 2, also er hat schon verschmolzen. Keine Chance. Aber trotzdem war es nicht schlecht. Es lief nicht schlecht. Die Zauber sind wichtig. Die müssen wir noch mal uns angucken. Wird direkt noch mal spielen. So. Ein geiles Spiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Vor allem finde ich die Schnelligkeit gut. Man ist super schnell im Spiel. Und im Grunde lernt man das Spiel beim Spielen. Das ist egal, ob du verlierst. Es ist ja einfach egal. Also der Heiler stirbt sofort. Den muss man rausnehmen, wenn man ihn nicht verschmelzen kann. Relativ schnell rausnehmen und wenigstens gegen Schaden ersetzen. Weil der sonst einfach zerrissen wird. Ich nehme mal den Schwertmeister mit rein. Maximal 3 Einheiten. Dann den hier. Mit dem Schwertmeister. Und sie. Und das scheint so eine gute Aufstellung zu sein. Plus XP-Erhöhung. Nehme ich gleich mit rein. Ah, das hier ist die Druiden. Ah, die Druiden hat nochmal das Pet. Die Druiden hat das Pet. Das ist gut zu wissen. Also wenn wir eine Druiden sehen, sollten wir die immer nehmen. Weil die das Pet hat. Damit ist man nochmal im Vorteil. Hab hier, Zelot ist ein Heiler. Zelot ist ein Heiler. Dann nehme ich den Heiler nochmal mit rein. Und guck mal. Druiden. Sehr gut. Dann nehme ich die hier mal raus und dafür die Druiden rein. So, und guck, was passiert. Mit der Heilerin oder mit dem Heiler. Das ist der Heiler. Druiden. Der Tank. Und Gnoll. Das müsste hinhauen. Könnte hinhauen. Ja, schön. Mit dem Pet zusammen. Oh, das ist ein gutes Setup. Sehr gutes Setup. Sah auf jeden Fall nicht schlecht aus.